Konnichiwa und was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash4Tech89 zurück bei Let's Play Mario und Sonic 6 bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Nach etwas Bogenschießen zwischen Prinzessinnen und ja, einem kleinen Boxkampf zwischen Luigi und Sadak. Es ist nun Zeit, dass wir hier mit der nächsten Disziplin weitermachen. Im Tokyo Taikukan. Dann checken wir mal, was wir jetzt hier was wir jetzt hier wieder machen können, weil wir hatten ja schon Tischtennis gegen Sass. Ob Eggman Neger was Neues rausgefunden hat? Oh, Dope. Da bist du ja. Und wie sieht's aus? Hast du mehr über die Spielkonsole herausgefunden? Ja, hast du's oder hast du's nicht? Hast du einen Sprung in der Schale oder was ist los? Was ist denn da so lustig? Ach, hey, Entschuldigung. Die weitere Analyse hat gezeigt, dass ich auf der falschen Fährte war. Und da muss ich einfach lachen. Und was soll daran bitte lustig sein? Falsche Fährte? Was meinst du damit? Wir dachten, Gott mit allen können bei der Rettung von Mario und Sonic helfen. Stimmt das etwa nicht? Das ist nicht falsch, aber auch nicht richtig. Und was soll das bedeuten? Du sprichst in Rätseln! Durch die weitere Analyse habe ich herausgefunden, dass es sich bei den benötigten Goldmedaillen um die aus dem Spiel handelt aus Tokio im Jahr 1964. Seht euch das Spiel genau an! Eggman Bowser Sonic Mario liefert sich in einen erbitterten Kampf. Wie es scheint, wissen Sie, dass es nur einen Ausweg gibt, sie müssen Goldmedaillen sammeln. Wenn das stimmt, dann sieht es nicht gut aus. Papa und Emma verlieren ständig gegen Mario und Sonic. Nein. Genau, leider lässt sich Eggman eine Goldmedaille nach einer anderen durch die Lappen gehen. Nein. Das ist sehr enttäuschend. Es ist mir schon fast peinlich, mit ihm verwandt zu sein. Wenn Papa und Eggman verlieren? Jede Lage scheint sicher zu sein, deshalb habe ich vor, Ihnen ins Spiel ein paar spezielle Items zu schicken. Genau genommen einige Power-Ups, die nur Bowser und Eggman helfen. Das wäre aber nicht gerade fair. Moment mal, wie hast du das gemacht? Ich habe gerade in dem Programm was neuen Code für Power-Ups hinzugefügt, eine Art DLC. Was? Neuer Code? Genau, und jetzt kann ich Item-Daten übertragen, die die beiden im Spiel erreichen sollten. Oh je. Und ich habe Ihnen schon eine kleine Nachricht geschickt. Da stand Power-Ups sind unterwegs. Nigga. Und jetzt muss ich nur noch mit der Tastatur das Übertragungsziel eingeben. Mit den Items sollte selbst diesen beiden Witzfiguren wirklich sein, sich alle Goldmedaillen zu holen. Hey, das ist nicht fair, Eggman-Neger! Und worauf wartest du noch? Beide, ich schütte die Power-Ups. Moment, ich mach das! An wen werden die jetzt geschickt? Stopp, halt! Hau nichts auf die Taste rum, sonst hat die Alps jetzt nicht am richtigen Ziel! Ich hab die Items an Papa und Apple geschickt, jetzt könnten sie alle Goldmedaillen gewinnen! Juhu! Oh, weia. Was wird das jetzt? Immerhin wissen wir jetzt, wie sie an die verstreuten Items. Immerhin wissen wir, woher diese Message stammt. Ach du Scheiße.
Jetzt geht es darum, die Items zu gewinnen, oder was? Ja. Da ist sie, die Message. Deutsch ich mich oder statt der gerade paar Absen unterwegs, Nigger! Ja, was hat das damit auf sich? Power-Ups? Von Neger, was? Dieser Neger ist wirklich clever. Natürlich würde er so einen gerissenen Plan schmieden. Edmund, was heißt das? Was geht hier vor sich? Ist das so schwer zu kapieren? Ich bin Negermann Abkömmling. Er hat uns hier im Spiel entdeckt und uns eine Nachricht geschickt. Außerdem hat er das Spiel umprogrammiert und uns Items in dieser Welt geschickt, damit wir gewinnen können. Unmöglich, das heißt, Eggman Neger hat... Wie Konsole, das wird immer schlimmer. Eggman Neger möchte bestimmt, dass wir die Power-Ups nutzen, um Goldmetall zu gewinnen. Er hat uns eine Chance auf einen Sieg verschafft. Aber wo sind diese Power-Ups? Wir müssen sie selbst finden. Es soll uns aufteilen, wenn wir getrennte Wege gehen können, wenn wir Power-Ups sammeln. Na dann! Aufteilen! ich geh da lang! Dann geh ich hier lang! Ja, haltet die beiden vielleicht auf? Vor dem Sonic? Schnellstes Wesen der Welt? Mario, wenn die beiden die Power-Ups finden, können wir sie vielleicht nicht mehr aufhalten. Ja, verstehen wir rum, an die Arbeit. Genau, wir können einfach die Power-Ups überlassen. Lass sie uns finden, bevor sie es tun. Und bevor wir das machen. Die Post-Olympischen Spiele 1964. Für alle Olympischen Spiele wird ein Poster entworfen, um zu zeigen, wie spannend sie werden. Manchmal gibt es sogar mehrere Poster. Wie viele unterschiedliche Poster gab es 1964 für die Olympia in Tokio? 4. Eins zeigte das Logo der Olympischen Spiele 1964, die anderen drei waren Fotos, was es zuvor noch nie gegeben hatte. Hm, 10 Meter Turm schwimmen. Brrr, im kalten Wasser zittert man so sehr, dass man gut schwimmen kann. Deshalb muss das Wasser beim Olympischen Turmspringen auf eine bestimmte Temperatur erwärmt werden. Wie warm soll es sein? 30? Ach, mindestens 26 Grad. Beim Schwimmen und Wasserpolo muss dagegen die Temperatur zwischen 25 Grad und 28 Grad liegen. Ja, so 30 wären schon zu viel, wie es scheint. Wenn es beim Alter auch weniger spritzt. Okay. Wir müssen die Power-Items finden, bevor Bowser und Eggman es tun. Ich helfe so gut ich kann. Ja, tu das. Ich habe gehört, dass das Dach dieser Anlage mit Stahlseil gestützt wird. Die Plattform für so Sprung wird doch viel höher, wenn man oben steht. Ich habe für alle, die den Sprung wagen, nichts als Respekt. Hier wird die Schwimmwettkämpfer statt. Die große und luftige Anlage ist sehr erfrischend. Die nationale Sporthalle Yuyuki wurde für die Olympischen Spiele 1964 in Tokio errichtet. Wie viele Säulen stützte das Dach in der Haupthalle? 2. Das Dach hängt an Kabeln, die an 2 Pfeilern gefestigt sind. Da es sonst keine Säulen gibt, wird niemand die Sicht versperrt. Okay, dann heißt es wohl jetzt Power-Ups finden. Okay. Tokorosawa Schießanlage. Oh, schießen. Oh oh. Oh, zu spät. Das ist es, das Eck. Megas Geschenk, Pop. Ich nenne es Wunderröllchen. Und was macht es? Wunderröllchen? Das hat Eggman Neger schlauer gestellt. Sushi als Pop für die Olympischen Spiele in Tokio. Nom. Boah.
Wunderbar, gerade so spektakulär, ich kann es spüren. Kraft, ich spüre das mein tiefster Inneren davor. Es ist mehr als Kraft, auch meine Sinne, wohl verstand, mein Gehirn, meine Augen, meine Fingerspitzen, alles hat er Turbo bekommen. Ha, das ist mein Turbo, kannst du uns so lange nicht besiegen. Jetzt können wir deine Prahler auf die Probe stellen. Oh, ho, 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 ho. Aber das Wunderröllchen hat gar nichts geschmeckt. Hätte beim Umprogrammieren nicht noch Geschmack hinzufügen können. Dir kann man es einfach nicht recht machen. Los geht's! Wie, du übernimmst das, Mario? Oh yeah! Okay, Mario, dein Augenblick ist gekommen. Zeig ihm, dass er mit diesem Wunderröllchen seine Zeit verschwendet. Im Sportschießen. Okay. Wenn du bereit zum Schießen bist, drücke A, um eine Wurfscheibe abzurufen. Wenn eine Wurfscheibe in der Luft ist, ziele mit deiner Logstick und drücke A, um zu schießen. Du kannst pro Scheibe bis zu zweimal schießen. Durch einen Treffer hältst du mehr Zeit. Du verdienst außerdem, je nach Schwierigkeit, zusätzlich Zeit. Während einer Bonusrunde werden mehr Wurfscheiben hintereinander abgeschossen. Je mehr Zeit dir verbleibt, desto bessere Chancen, Punktzahl zu verbessern. Alles klar. Dann mal los. Eggman hat 19. Wir müssen also mindestens 20 schaffen. Jetzt ist Mario an der Reihe. Okay. Achtung. In der Mitte. Jetzt nicht den Mut verlieren. Wie sind die angeschossen? Komm. Ah, erwischt. Jetzt aber. Tief durchatmen. Ja. Was? Ging vorbei. Aber ich hab doch... Ganz ruhig. Ich muss da gedrückt halten. So. Ich muss gedrückt halten, weil wenn sich das löst, dann... zieht es wieder, wieder automatisch auf die Mitte. Das war zu erwarten. Das war aber ziemlich schnell. Okay, immer weiter. Neue Stufe. Und jetzt die zweite Hälfte. Oh, jetzt sind die... Sehr gute Technik. Erwischt. Jetzt sind die 7 Markierungen kleiner. Gerade noch beim zweiten Schuss erwischt. Konzentration? Ich hoffe es. Yes! Alter! Läuft! Gut, aber nur nicht aufgeben. Es wird immer schwieriger. Yes! Wir bleiben dabei. Oh oh! Oh Gott! Jawohl! Wow! Das sind aber jetzt viele Sekunden hier. Zum Glück bekommt man keine Zeitstrafe, wenn man verfehlt. Yes. Immer weiter. Noch 12 Punkte. Oh. Okay. Ja. Das ist vielleicht der Abschluss bereits? Nein! Ah, jetzt habe ich keinen... Okay, die laden sich wieder auf. Ach, shit. Nein! Ach, shit. Okay. Ja. Ja. Ach! Ich kann mich da nicht richtig halten. Ein beeindruckender Sieg. Oh, geschafft! Ich hab's trotzdem noch geschafft, ey. Das ist echt, aber ist aber schon echt schwer, weil vor dem muss man wirklich direkt hingedrückt halten und es ist schwer, da es auf eine. Es ist wirklich schwer, das jetzt vor dem mit den Analogstick richtig hinzuziehen auf das richtige Feld, also auf dem richtigen Feld die Zielmarkierung im richtigen
Bereich zu halten. Aber gut, geschafft ist geschafft. Yes, Mann! Oh, yes! Haha! Nö, das ist eine Katastrophe, warum? Ich hatte ein Wunderröhrchen, ich hätte gewählt sollen! Ha, Glückwunsch, Mario, aber das war viel zu knapp, diese Wunderröhrchen machen es ganz schön zu schaffen. Nö. Mehr, ich brauche mehr, wenn ich mehr Wunderröhrchen esse, werde ich mit Sicherheit auch stärker. Mama Mia, nein, lass das sein! Wir sollen unsere Zeit nicht mit diesen Weltverbesserungen verschwenden. Ich muss mehr Wunderröhrchen finden und verdrücken! Och, haltet ihn doch auf! Lassen den immer entwischen. Du hast recht, denn Bowser auch viele Wunderröhrchen isst, stecken wir bald wirklich in der Klemme. Wir haben keine Wahl, wir müssen die Wunderröhrchen finden, bevor sie es tun, schnell! Warum erschien Dr. Eggman weltweit zuerst in einem, zuerst in 3D in ein Spiel? Also wann? Zum ersten Mal in 3D, nicht warum? Ach. Lesen muss auch gelernt sein, ne? Und ja, 1996 in, Eggman und Sonic erschienen zusammen. 3D, 5 Jahre nach dem ersten Auftritt in 1990, Rivalität währt schon sehr lange. In Sonic 3D, Flicky's Island. Bei zwei der Disziplinen des Schießsports müssen die Sportler mit ihren Gewehren Wurfscheiben abschießen, die hoch in Luft gefeuert wurden. Wie lauten die offiziellen Namen dieser Disziplinen? Sportschießen? Ach, Skeet und Trap. Das Trap-Schießen geht bis in späte 18. Jahrhundert zurück. Damals wurden statt Tontauben und noch echte Vögel an. Ach du Scheiße! Huh. Echt brutal, aber das war damals so erlaubt. Bei Tontauben schießen wird es richtig laut! Ich schrecke mich bei jedem Schuss, deshalb freue ich einigen Abstand zu! Du könntest auch, Ohrstöpsel verwenden, ne? Dieser Austragungsort liegt außerhalb von Tokio, in der Präfektur Saitama. Man kann aber trotzdem noch den Fuji sehen. Hm, wenn du den Ort besuchst, wo sich 1964 die Schießanlage befand, wartet dich dort eine Überraschung. Welches Gebäude befindet sich hier statt der Schießanlage dort? Ein Gymnasium. Die Schießanlage wurde im Jahr 1973 geschlossen und durch eine Schule ersetzt. Ein Schild vor Ort erinnert an die Geschichte. Hm, interessant. Die Schießanlage große. Vor Ort im Grün, dort ist es sehr angenehm. Tut auf dem Sport, beim Sportschuss bewegt sich über Arsch und Stellen. Es ist wirklich erstaunlich, dass Leute sich aus der Luft schießen können. Ja. Da muss man gut ziehen und sich gut konzentrieren können. So, im Museum. Hä? Nix wie hin. Hm. Was soll das denn? Wieso haltet ihr uns auf? Gefahr, das Museum ist nicht sicher, bitte nähert euch nicht weiter! Hey, was ist denn los? Was geht hier vor sich? Etwas ist so übergefahren, Objekte in Form einer Sushi-Rolle. Es ist im Museum gelandet. Und dann ist die Koopa-Truppe aufgetaucht. Sie haben das Museum unter ihre Kontrolle gebracht und uns alle vertrieben. Na, klasse. Alles klar, Bowser Schergen hat das Museum bis er 100 Röhrchen abholt. Lass sie uns vertreiben! Mario, gehst du hinein, um das Wunderröhrchen zu holen? Oh, aber klar doch! Okay, verstanden. Wir können nicht zulassen, dass Bowser das Wunderröhrchen bekommt. Wir müssen es uns schnappen. Sieht das Wunderröhrchen vielleicht wie Sushi aus? So etwas habe ich im vierten Stock des Museums gesehen. Du musst in den vierten Stock schleichen und darfst dich dabei nicht von Bowser Schergen erwischen lassen. Oh nein, Stealth-Missionen? Na, ganz große Klasse. Viel Erfolg, Mario, wir zählen auf dich! Warum könnte er sie nicht einfach platt machen? Hol das Wunderröhrchen, ohne von Bowser Schergen erwischt zu werden. Schleiche durch das Museum, ohne erwischt zu werden, und öffne die letzte Tür. Versuche, eine Rekordzeit zu schaffen und das Minispiel so schnell wie möglich abzuschließen. Bewege dich mit dem Lustig in der Nähe, stecke nur drück A, um sie zu öffnen. In jedem Level patrouillen Bowser Schergen. Wenn sie dich erwischen, musst du das jeweilige Level neu starten. Sammle Schlüssel und erreiche die Tür, um das nächste Level zu erreichen. Öffne 4 Türen, um das Spiel zu schließen. Du kannst deinen Punktzahl verbessern, indem du Münzen sammelst. Wenn die Zeit abläuft, ist das Spiel vorbei. Ach, scheiße. Oh, ich hasse Stealth-Missionen.
Jetzt auch noch sowas hier in dem Spiel? Okay. Was soll's? Gumbas. So. Nein! Was? Es kommt jetzt ein Hammer, Bruder. Ach, shit. Ich kann die Tür nicht öffnen. Und er geht hier ganz schön ab. Das gefällt mir gar nicht. Da oben ist der Schlüssel. Und nein! Und ausgerechnet da hält der Hammerbruder auf. Shit, also man darf hier nicht zu viel, zu lange aufhalten, weil sonst kommt ein verdammter Hammerbruder und macht es einen noch schwerer hier. Ja, da kommt er. Schnell. Öffne die Tür und den nächsten Stockwerk, aber schnell. Okay. Looper? Oh Mann, auch das noch. In den Aquarien! Oder auch noch Cheep Cheeps. Ja, was können die denn machen in den Aquarien? Wie wollen sie bitte schön Alarm schlagen, wenn sie uns sehen? Hä? Das ist hier die Frage. Was? Och nein! Da kommt er wieder! Der Hammerbruder ist echt die Härte. Shit. So, da ist der Schlüssel, schnell. Oh oh, schnell. Hä? Wie soll ich denn dahin gelangen? Ach, ist egal. Wie auch immer ich an die Münzen rankommen sollte. Das hinterfrage ich am besten nicht. Oh nein. Da kommt er wieder. Ich hoffe, er kommt da nicht runter. Oh Mann. Dieser Hammerbruder macht es einen echt schwer. Hoch da. Oh shit, der ist schnell. Bist du des Wahnsinns? Come on. Sei bitte nicht da. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Was? Gleich zwei Schlüsse brauche ich hier? Tatsächlich. What the hell? Oh nein. Geh weg von mir. Dreh dich um. Oh shit, das war knapp. Gut. Die letzte Etage. Jetzt kommt es aufs Ganze an. Da ist das Wunderröllchen. Der erste Schlüssel. Sehr gut. Oh nein. Da kommt er schon. Schnell. Geh da weg. Oh nein. Oh, was? Nein! Och Mann! Na gut, wenigstens sehen die gesammelten Gegenstände, aber trotzdem, das ist echt beknackt! Bist du's Wahnsinns? Hä? Wie soll ich denn da? Wie soll ich denn da durch? Wie krass ist das denn? Hä? Wie soll ich denn hier durch? Genau deswegen hasse ich auch Stealth-Missionen wie die Pest. Was? Mann! Hä? Ja, kann man verraten, wie das gehen soll? Scheiße. Da! Der Gumba lässt sich jetzt Zeit. Darauf hätte ich achten müssen. Ach, das leckt mich immer ab. Kommt bald durch, Gumbas. Oh, shit. Nein! Nein, 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 nein. Oh, Mann. Das war knapp. So, den letzten Schlüssel holen und dann nichts wie weg hier. Ach so, nein, da ist ja noch einer. Shit. Nein! Ach, ich bin ein Depp. Na gut, aber der zweite Schlüssel geht wenigstens als eingesammelt. So, hier kurz warten. Und jetzt. Ja, 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 ich weiß, er kommt. Und ich muss mich beeilen. Kommt schon aus dem Weg, ihr blöden Gumbas.
bin ich denn bescheuert? Ja, aber gut, es war schlau von mir hier hinzugehen, weil der Hammer, Bruder. Oh shit. Oh shit. Ja, super. Wie soll ich an den Koopa da vorbeikommen? Dreh ich um. So, jetzt aber. Jawohl. Lass die Münzen. Oder. Ach komm. Scheiß drauf. Oh nein, er kommt hoch. Er kommt hoch. Er kommt hoch. Ah. Super. Warum kann Mario sie nicht einfach platt machen? Mann, ehrlich, ich hasse das. Genau deswegen hasse ich Stealth Bisou. Das nervt! Ah. Dass er dabei mich nicht sieht? Sein Sichtfeld ist ja wirklich angeschränkt wie sonst was. Okay, merkt ihr? Erstmals nach oben, um den Hammerbruder vorbeizulassen. So. Hier bin ich erstmal sicher vor ihm. Da muss man wirklich geduldig sein. Oh shit. Oh, Bruder kommt wieder hoch. Ich hoffe, er kommt da nicht rein zum Blooper. Bleibt er weg. Dankeschön. So, jetzt schnell. Oh oh, er kommt zurück. Er kommt zurück. Nein, jetzt geht er wieder nach unten. Ich glaube, ich sollte ihm lieber nicht folgen, sondern warten, bis dass er. Obwohl, bringt das was? Weil der ist doch schneller als ich. Der kommt doch sicher dann gleich hoch. Da ist er. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, sehr gut, verschwindet er. Wo bleibt er nicht hängen, Mario? Sehr gut. Gleich haben wir es geschafft. Ja! Wir haben sie! Endlich haben wir das geschafft! Oh Mann! Ja, raus mit euch! Ja, verpisst euch! Wir haben das Wunder hier verloren! Ich muss mich verdrehen, bevor König Bowser bemerkt, was hier passiert ist! Ah! Wahoo! Oh yeah! Gute Arbeit! Du hast uns ein Wunderröhrchen besorgt! Aber dieses Wunderröhrchen laut Eggman schmeckt es nach nichts. Ich frag mich, ob das stimmt. Nom nom! Wirklich noch gar nichts. Kein Geschmack, was? Das ist also wahr. Ich sehe keine Veränderung in dir. Vielleicht funktionieren diese Power-Ups bei uns nicht. Wir müssen sie trotzdem finden, bevor Bowser und Eggman es tun. Oh. Ich spiele das nie wieder. Sorry, aber... auf sowas hätte ich nicht nochmal Bock. Aber ich hoffe, ihr habt dann Bock auf den nächsten Part. Und wenn euch das gefallen hat, wusste Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei.
Also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh ja, Crush Fortificate 9. Bis nächsten Part von Let's Play Mario und Sonic 6 bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!